Ja, als ich das erste Musterstück dieser Klemme in der Hand hatte, hat diese Klemme mich direkt an die 221 mit Hebel erinnert. Und der Ursprung kam dann hier von der Vaku-Klemme hier, eine Klappbare, die wir ja seit längerem schon benutzen. Und diese Beliebtheit wird jetzt quasi in den Schaltschrank übertragen. Wir bedienen hier vom Standort aus Industriekunden und öffentliche Auftraggeber und arbeiten im Bereich Mittelspannung, Installationsprojekte, Brandmeldeanlagen, Videoüberwachungsanlagen. Das ist jetzt ein Produkt für eine Lichtsteueranlage und es ist gut, jetzt die Vaku-Klemmen da einzusetzen, weil jetzt wir in der Testphase sehr wahrscheinlich 4, 5, 10 Mal die Klemmen öffnen und schließen müssen. Bei der neuen Reihenklemme Topjob S mit Hebel kann der Anschluss der Leitungen im Schaltschrank in erheblich kürzerer Zeit durchgeführt werden. Durch das intuitive Bedienen der Klemme wird halt auch gewährleistet, dass mögliche Helfer auf der Baustelle den Umgang mit der Klemme intuitiv beherrschen und keine Fehler an dieser Stelle gemacht werden. Ich denke, dass die Kunden ein noch besseres Gefühl haben, wenn sie ihre Anlagen ausliefern, dass man genau weiß, dass auf der Baustelle letztendlich alles richtig gemacht wird. Also ist schon ein wirtschaftlicher Vorteil für den Kunden und natürlich die Flexibilität ist natürlich gebracht jetzt. Die Elektrik ist momentan ein sich wandelndes Gewerk, das enorme Fortschritte in kurzer Zeit bringt. Teil dieser Veränderung ist zum Beispiel die Vaku Topjob S mit Hebel. Diese Veränderungen, Erleichterungen ermöglichen uns, unsere Arbeit besser und schneller durchzuführen. Ich freue mich, dass die Topjob S-Reihenklemme mit Hebel genau für den Einsatzfall hier eingesetzt werden, für den wir sie auch konzipiert haben.